Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Mario Kart 8 und wir sind immer noch im Animal Crossing DLC unterwegs. Diesmal 150 CCM in der 150er Klasse und wir fahren mit dem Bewohner. Und wir können hier uns tatsächlich noch entscheiden zwischen einem Bewohner und einer Bewohnerin. Wir fahren jetzt allerdings, würde ich sagen, erstmal mit der Bewohnerin. Im nächsten Cup dann mit dem Bewohner tatsächlich und schnappen uns an dieser Stelle das ist absolut falsch, was ich hier mache. Bauen wir es denn? Hier, genau. Den Fashion Scooter? Nee, der Fashion Scooter ist falsch. Wo ist denn das DLC Bike? Fichtenbock? Flügelraser? Bin ich blöd? Das ist das Fashion Bike. Das Fashion Bike ist das. Der Fashion Scooter ist das DLC, oder? Ich bin dämlich. Ich bin einfach nur selten dämlich. Okay, alles klar. Nee, ist okay. Ich bin raus. Ich bin fertig hier. Oh Gott. Oh Mann! Weißt du, da ist es noch fett mit einem roten Ding markiert und ich denke, nee, das ist das Ding, was ich eben freigeschaltet habe. Nee, ist es nicht. Ich habe eben das Crossbike freigeschaltet. Nicht den Fashion Scooter. Oh! Aber ja, Baby Park. Und ich erwähne es immer wieder gerne. Für alle, die tatsächlich den kompletten DLC hier gucken und sowohl 50 als auch 100 CC schon gesehen haben. Dürfte das schon bekannt sein, aber ja, ich wünsche mir ein Nintendo-Land, einen echten Vergnügungspark im Nintendo-Theme, also im Nintendo-Style. Und hier geht's ganz schön ab. Nicht nur, weil der Scooter hier echt schnell unterwegs ist und die Bewohnerin vermutlich etwas leichter, die Strecke fühlt sich einfach. Das hier ist jetzt schon mehr Double Dash Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gewohnt schnell. Die Strecke ist relativ einfach. Man kann eigentlich nichts wirklich falsch machen. Aber es herrscht jetzt auch schon mehr Item Chaos, wie man hier offensichtlich sieht. Und ich habe gerade eine Banane weggeworfen. Das könnte sich als Fehler herausgestellt haben. Ich muss Wario einholen. Ich habe noch 3 Runden und ich muss Wario einholen. Ich sehe nichts. Nichts zu sehen ist auf dieser Strecke auch echt fies. Warum kriege ich denn Bananen? Mit Bananen kriege ich den nicht. Oh, dammit. Ich brauche keine verdammten Bananen. Bombe ist jetzt auch nicht so hilfreich. Oh, ich krieg Wario nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. Oder auch doch, da war er nämlich gerade. Ha, wie praktisch. Das war extrem Glück. Phew. So, von den Items her hätte ich ihn nicht gekriegt, weil ich verdammt nochmal nur Bananen gekriegt habe. Warum habe ich nur Bananen gekriegt? Was soll ich denn mit Bananen? Ein Panzer, einen grünen Panzer, einen roten Panzer, einen blauen Panzer. Ein Pilz. Nein, ich krieg das nutzloseste Item, was ich in dem Fall hätte kriegen können. Eine Banane. Aber gut. Erster, geschafft, soweit, so gut. Außerdem, würde ich noch mal rufen. Oh, wie geil! Ah, herrlich, herrlich. Man sieht es eventuell in meinen Augen, dass das. Es war echt.
Es war ehrlich echt. Oh Mann. Entschuldigung. Kommt ein Bauer, Komm mal zum Friseur, geh da raus, Pony weg. ja, nee, das war nicht witzig. Die Hupe hat es jetzt auch nicht unbedingt sehr viel witziger gemacht. Leider, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist aber der Lieblingswitz meines Vaters, von daher wollte ich ihn an dieser Stelle einfach mal anbringen. Hab allerdings nicht allzu viel Zeit, mich hier auf die Hupe zu konzentrieren. Weil ich hier tatsächlich gucken muss, dass ich hier mal ein wenig aufhole und ich hätte hier tatsächlich durch den Käse durchfahren können. Also mal abgesehen davon, dass ich durch die Käseblöcke hier durchgefahren bin, das hat funktioniert. Da war ein Loch im Käse. Okay, das alles im grünen Bereich. Das war sehr, sehr wirr, aber es hat wunderbar funktioniert. Phew, wow, Wahnsinn. Aber ja, ich konnte tatsächlich durch die Käseblöcke durchfahren, durch die, die hier am Rand stehen. Wahrscheinlich einfach wie die Reifen bei Mario Kart, bei Mario Circuits. Relativ einfach hier durchzufahren. Iggy hat es hier, ich glaube, das ist Iggy, hat es hier allerdings besser gemacht und hat sie eine Riesenabkürzung benutzt. Leider. Nein! Oh, dammit. Oh, zum Glück. Alter. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. In ein Item reinsetzen ist einfach nur unfair. Das sollte nicht passieren. Ohne Witz. Das sollte rein vom Programmieraufwand einfach nicht passieren dürfen. In ein Item reinsetzen. Das ist einfach nur fies. Aber ja, im Englischen könnte man sagen, I cut the cheese. Ja, also ich habe den Käse geschnitten. Ich habe die Abkürzung durch den Käse geschnappt und hier jetzt wegen diesem scheiß Blitz Lucky 2 grünen Panzer Kombi Fu den ersten Platz verpasst. Mann! Ja, Lemmy hat die Abkürzung genommen, ich wurde von einem Blitz erwischt, runtergefallen wegen dem Blitz von Lucky 2 auf einen grünen Panzer gesetzt. Mann! Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Es wird einfach nicht alt. Ich finde die Hupe genial. Die Hupe ist toll. Ich mag nicht jede Hupe, aber die Hupe gefällt mir. Ah, die Bewohnerin hat eine tolle Hupe. Ich bin mal gespannt, ob der Bewohner dieselbe hat. Ich schätze schon. Nein! Roter Panzer. Uncool. Nein! Wario hat mir das Item geklaut. Uncool. Kinders, ihr macht es mir schon nicht einfach hier. Wisst ihr das? Ich habe eigentlich keine Lust, euch mit fahrerischen Könnten zu überholen. Ich hätte ganz... Alter. Aber mein roter Panzer fährt natürlich an ihm vorbei, ne? Das ist, ich weiß, ich hatte das Gefühl, früher waren die roten Panzer einfach schlauer. Keine Ahnung warum. Also bis auf die Tatsache, dass sie ständig gegen eine Mauer gefahren sind, waren die roten Panzer, hatte ich das Gefühl, früher einfach schlauer. Aber vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht bilde ich mir das allerdings nur ein. Kann natürlich auch sein, aber ist mir jetzt momentan auch egal. Ich bin auf dem ersten Platz, ich habe ein Defensiv-Item hinter mir. Jetzt gilt es nur noch schnell genug zu fahren, um hier tatsächlich auch den ersten Platz nach Hause zu nehmen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es hier so naturverbundene Strecken gibt im Animal Crossing Cup. Abgesehen von der Animal Crossing Strecke selbst natürlich haben wir immerhin ein Vergnügungspark, was auch schon irgendwie zu Animal Crossing passt. Und hier den Baum. Also, das muss ich schon sagen, das passt ziemlich gut zu Animal Crossing. Verdammt, wer hat denn hier ständig die roten Panzer? Warum hat der so viele rote Panzer? Das gibt's doch gar nicht.
falsche Richtung. Jetzt hat er schon wieder einen roten Panzer. Warum kriegt der Kerl auf dem ersten Platz einen roten Panzer? Ich glaube, es hackt. Aber egal, erster Platz. Alles andere ist mir wurscht. Beim nächsten Mal mache ich es hoffentlich in der Zieleinfahrt. Das wäre passend. Was war die dritte Strecke nochmal hier? Achso, Cheeseland. Na gut, Essen. Essen, Animal Crossing. Boah. Und tatsächlich Animal Crossing im Winter. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Herbst. Wir gehen irgendwie rückwärts durch. Sommer, Frühling, Winter. Keine Ahnung. Aber hey, es ist Weihnachten. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist es Winter. Es schneit. Es ist überall. Es ist beleuchtet hier überall, der Baum ist leider kahl, das ist ein bisschen traurig. Die anderen Bäume sind voller Schnee. Es ist auf jeden Fall ein Winterwunderland. Was mache ich denn hier? Ich habe gerade nicht so wirklich... Ich habe die Steuerung vergessen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum ich gerade... Drifts und Boost verwechselte. Drifts und Items. Keine Ahnung. Hirnaussetzer. Aber ja, ich finde es schön, hier sind Schneemänner, es liegt Schnee, alles wunderbar. Die Musik ist genial, deswegen denke ich, bin ich jetzt mal ein bisschen ruhiger und lasse euch einfach die Musik genießen, so ein bisschen. Dammit! Dammit! Ach komm schon! Drei Pilze und dann werde ich von so einem blöden Blitz getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin Sechster! So viel dazu, dass ihr die Musik genießen könnt. War verdammt nochmal Sechster. Und auch ein Detail, was mir aufgefallen ist, die Bäume lassen tatsächlich auch Äpfel fallen, Boost-Äpfel in dem Fall, statt Boost-Pilze, eigentlich auch ganz nett, lassen Äpfel fallen, wenn man sie mit einem Panzer trifft. Abgesehen davon, dass es hier ziemlich realistisch ist, dass die Itemboxen hier an Balance hängen, immerhin. Wird auch in Animal Crossing tatsächlich... Oh nein, 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 nein! Ach, komm schon! So, ohne Vorwarnung auf der Zielgeraden. Oder... Ne, immerhin nicht ganz die Zielgerade, aber fast. Auf jeden Fall uneinholbar, der erste Platz. Nein, ach, komm schon, komm schon, komm! Das war nicht fair. Das war echt nicht fair. Eben Lucky Two, der mich auf einen grünen Panzer bringt, und hier mehr oder weniger in der letzten Kurve plötzlich ein blauer Panzer. Von wo er herkam. So plötzlich. Nichts gehört, nichts gesehen. Na. Immerhin den ersten Platz, den Goldpokal, den haben wir geschafft. Das ist die Hauptsache momentan. Die drei Sterne... Verstehe ich, glaube ich, jetzt so langsam, warum ich die nicht krieg. Die blöden Items. Ja, genauso, wo ich 4 oder 5 Bananen gekriegt habe, statt tatsächlich mal ein Item, mit dem ich was anfangen kann. Aber gut, Goldpokal ist Goldpokal, Goldpokal bleibt Goldpokal, aber ich verstehe, warum ich hier keine Sterne krieg. Okay. Nicht, dass es mich freut. Das ist falsch. Nicht, dass es mich freut, aber ich verstehe es. Und ja, mit dem Bewohner selbst im Glockencup würde ich sagen, kann es dann weitergehen. Da sieht auch der Fashion Shooter ein bisschen besser aus, ein bisschen männlicher in Rot. Ich
Es ist immer noch ein Scooter, aber immerhin ist er jetzt rot. Immerhin. Und ich präsentiere euch Cooper Großstadtfieber. Ich präsentiere euch Cooper Großstadtfieber. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie gut man die Tröte da hört, wenn ich das hier bei mir habe. Aber oh, das könnte. Ja, doch. Passt. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie ich hier klarkomme mit 150. Oh, ich glaube, ich habe meine Erinnerung. Ich glaube, ich habe den roten Panzer erwischt. Und dafür bekomme ich hier einen roten Panzer auf dem ersten Platz, was einfach nicht sein sollte. Ich meine, ich beschwere mich nicht über einen roten Panzer. Gesehen davon, dass meine Nase juckt, aber das hat mit einem roten Panzer nichts zu tun. Es sollte einfach nicht vorkommen. Der erste Platz kann nichts mit einem roten Panzer anfangen. Gebt ihm einen grün. Das sehe ich, wow. Das sehe ich ein. Aber nein, ein roter Panzer macht einfach. Sorry, aber das macht keinen Sinn. Ja, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich Double Dash tatsächlich auf Platz 2 bringen würde. Weil ich habe das Itemverhalten in Double Dash definitiv besser in Erinnerung als hier. Allerdings bin ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich Double Dash eben seit langer Zeit nicht mehr gespielt habe. Von daher kann es auch sehr gut sein, dass ich mich da irre. So, kann ich jetzt hier. Ja, ich kann tatsächlich hier komplett außen rum. Aha, haha, aber das war ziemlich klar. Ich hab's geschafft. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das jetzt eine Abkürzung war und ob man das tatsächlich tun sollte, aber. Doch. Es hat funktioniert. Das war aber auch das letzte Mal, dass ich das getan habe. Also zumindest für die Geschwindigkeitsklasse. Und hier sind wieder ziemlich viele rote Panzer unterwegs. Aber sieht nicht so aus, als wenn noch einer unterwegs wäre. Sei denn, er ist tatsächlich schon unterwegs. Das wäre was anderes. Aber dann kann es mir jetzt auch egal sein. Die waren gar nicht so weit weg. Gut, dass ich die Abkürzung nicht nochmal versucht habe. So habe ich es gemeistert. Ich habe den ersten Platz geschnappt und ich habe hier einfach mal den Ton angelassen, weil da kommt ziemlich viel, also da kommt absolut kein Spielton bei raus, solange ich die Hupe anhabe. Aber es kommen definitiv mehr Töne, als ich in Erinnerung habe. Also auch dieses Warn, bling, bling, bling. Wenn ein Panzer auf mich zukommt, ich kann mich an das erinnern, aber ich dachte, das käme vom Spiel selbst auch vor allem. So, ein wenig Concentration hier, damit ich mit meinen Münzen nicht direkt in den Panzer von Mario reinfahre. Oder hier getroffen werde, und ich bin mir sicher, das war knapper, als es mir vorkam. Na, ich habe den Pilz eingesetzt. Also nicht, dass das unbedingt was Schlechtes wäre, aber ich bin mir sicher, den hätte ich auch holla die Waldfee aufheben können und besser nutzen. Das hätte ich vorhin machen können, als die Eichen gekommen. Das hätte ich vorhin machen können, als ich die Abkürzung geschafft habe. Da hätte es gepasst. Tada! Ey, ich mag die Route. Ui, da waren Bananen. Wow, da waren Mecha-Cooper. Oh, da waren Münzen. Und das klingt nach einem blauen Panzer. Genau. Perfekt. Also nicht perfekt, alles andere als perfekt, aber immerhin habe ich es mitgekriegt. Und ich finde es allerdings auf der anderen Seite nett, dass Mario hier den roten Panzer einfach nach hinten geschickt hat, statt ihn zu behalten. Und ich guck mal, ob ich ihn treffe. Ah, leider nicht. Na, ich hasse Items. Also nicht, ich
hasse nicht Items per se, aber manchmal geht es mir schon auf den Keks. Wenn man gerade so schön unterwegs ist und jemanden aufholen will und dann kommt ein blauer Panzer, beziehungsweise wenn man jemanden aufholen will, kommt meistens ein Pilz. Oder Münzen. Genauso unpraktisch ist. Das hat auch nicht wirklich funktioniert. Ich wollte zwar vorbei, aber ich wollte nicht unbedingt den... Verdammte Axt! Du kleiner, fieser Italiener, du! Ach, komm schon! Das gibt's doch gar nicht. Die heben sich doch die Items immer für mich auf, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das gibt's doch gar nicht. So. Reicht natürlich nicht mehr, um Mario einzuholen. War klar. Oh, diese Bananen. Heute habe ich es echt mit Bananen. Das ist jetzt schon der dritte Part, in dem ich ständig Bananen von den Latz geknallt kriege. Mann! Sehe ich aus, als bräuchte ich Vitamine? Wahrscheinlich ja, aber... Dann gib mir die Bananen und nicht die Bananenschalen. Das ist ja eher das Problem. Ich kriege immer nur die Schalen. Ich weiß, es heißt, in Äpfeln wären die Vitamine alle in der Schale. Ob das so stimmt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben, aber so prinzipiell, ich bin mir sicher, das gilt nicht für Bananen. Wer schon mal in eine Bananenschale reingebissen hat, weiß, dass die nicht schmecken. Also echt jetzt. Ekelhaft. Ich esse ja viel. Ich esse Mangoschale mit. Ich esse bei Äpfeln esse ich Schale, Kern, alles. Da esse ich wirklich alles. Also wenn ihr mir einen Apfel gibt, da bleibt nichts mehr von übrig, außer dem Stiel. Also wirklich den braunen Ding, was man vom Apfel abschrauben kann. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also das Kerngehäuse, das esse ich komplett mit. Da kenne ich nichts. Aber ja, so prinzipiell... Ich esse ziemlich viel. Aber Bananenschalen sind eklig. Bananenschalen sind einfach nur eklig. Wobei, ich bin mir sicher, es gibt da draußen Leute... Aua, das war sehr dämlich von mir. Blitz! War ich zu schnell oder warum wurde ich geblitzt, ha? Ich bin mir sicher, es gibt da draußen auch Leute, die Bananenschalen essen und gerne essen. Ich verurteile euch nicht, ich finde es nur persönlich ziemlich eklig. Alter, ich bin so schlecht gerade. Abgesehen davon, dass sich das hier nicht unbedingt als Abkürzung herausgestellt hat. Hier hätte ich auf den Zug fahren können. Hatte ich tatsächlich mal eine Möglichkeit, auf den Zug zu fahren. Aber ja. Egal. Ich muss gucken, dass ich hier meinen ersten Platz verteidige. Was ziemlich schwierig ist, weil die Angriffs-Items so extrem schlecht getimed sind. Ich werde immer ganz, ganz kurz nach einer Itembox getroffen. Und normalerweise kriegen die Gegner hinter mir dann ja direkt nochmal ein Item. Wenn ich Pech habe, ist das wieder ein roter Panzer. Autsch. Oh, das bremst jedes Mal so aus. Das ist nicht gut. Ja, wenn ich Pech habe, ist das dann natürlich wieder ein roter Panzer. Und zack. Habe ich den nächsten roten Panzer hinter mir und kann den nicht abwehren. Das ist uncool. Von daher, ich würde mich über etwas besseres Timing auch schon freuen. Oder halt einfach, wenn ich keine roten Panzer abkriege, das wäre natürlich am idealsten. Baby Daisy. Vielleicht doppelt schlimm. Nicht nur Daisy, sondern auch noch Baby Daisy. Schrecklich. Aber gut, Villager hat hier tatsächlich... Grund, sich zu freuen, das steht nämlich eigentlich momentan ganz gut, also zumindest um den Goldpokal muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Und ich find's eigentlich ganz witzig, dass 100 CCM und 150 CCM sich von der Geschwindigkeit her nicht wirklich was nehmen. 150 CCM ist zwar deutlich schneller, man wird allerdings auch deutlich häufiger von einem Item getroffen. Ist so. Das gleicht das Ganze irgendwie so ein bisschen aus, von daher. Ja. Auf geht's. Das neue FCO muss nicht mal unbedingt im FCO. Alter, ich habe die Abkürzung nicht gekriegt. Scheiße. Entschuldigung, sag mal.
Aber ernsthaft, das ist jetzt echt übel. Ich treffe aber auch nichts mit dem Bumerang. Das nächste FCU müsste nicht mal in so einem dunklen, realistischen Stil aller FCU GX gehalten sein. Ich wäre schon froh, wenn überhaupt eins kommt. Und ich meine, mit dem Stil hier. Alter, das gibt's doch gar nicht. Mit dem Stil hier wäre ich auch ziemlich zufrieden. So ist es nicht. Nein, kein roter Panzer. Och, Mann! Und nicht noch ein zweiter hinterher vor allem. Gut, dass der nicht auf mich ging. Da wäre ich echt böse geworden jetzt. Ich war so kurz davor, den ersten Platz einzuholen. So kurz davor. Jetzt ist er weg. Unaufholbar, weil ich keine Items krieg und alle hinter und vor mir natürlich schon. Was würde ich mal für einen roten Panzer geben, wenn ich nicht auf dem ersten Platz bin? Habe ich in diesem Let's Play, also in diesem DLC schon mal einen roten Panzer gekriegt, wenn ich nicht auf dem ersten Platz bin? Der getroffen hat? Ich weiß, ich hatte einmal einen roten Panzer, der ist einfach an dem ersten vorbeigeflogen, weil ich sowieso gerade an dem vorbeigefahren bin. Und ich hatte einen roten Panzer, als ich erster war. Hatte ich in diesen letzten drei Parts, in den letzten sechs Cups, ein einziges Mal einen roten Panzer, den ich tatsächlich hätte gebrauchen können? Schreibt es mir in die Comments. Ich will es wissen. Ohne Witz. Ich will es wissen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Schreibt es mir in die Comments. Interessiert mich. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Goldpokal, wenn auch keine drei Sterne. Ich hoffe, ich kriege wenigstens einen Stern. Ja, soweit Animal Crossing DLC. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir das Ganze nochmal fahren. Nochmal in 150cc, allerdings diesmal gespiegelt. Von daher freut euch darauf. Ich schätze, das wird mich etwas verwirren. Und wir haben hier zumindest wirklich noch einen Stern gekriegt. Das ist okay. Ja, von daher bis gleich. Einmal sehen wir uns noch mit 150cc und dann geht's ab.